somit herzlich willkommen zu meiner Coaster-Kritik der transportablen Achterbahn Feuer und Eis. Der sogenannte Powered Coaster wurde schon in den 70er Jahren von Meister Mack höchstpersönlich erbaut. Aber seit 2016 reist sie in komplett neuem Gewand umher und wurde von Schausteller Bart Kipp übernommen. Aus der alten, fast schon schrottreifen Achterbahn hat man thematisch wirklich nochmal viel rausholen können. Mit einer Schienenlänge von gerade mal 280 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h werden Achterbahn-Junkies zunächst einmal mit dem Kopf schütteln. Doch nicht alles muss immer größer und schneller sein. Zunächst sei mal gesagt, dass wir das achterförmige Layout genau 6 Mal durchfahren. Somit kommen wir auf eine ca. 1,5 Kilometer lange Fahrt. Für 4 Euro fast schon ein Angebot. Vielleicht könnte man das Feuer- und Eis-Theming etwas verdeutlichen. Der Pool zum Beispiel in der Mitte ist zwar ganz schick, aber da geht meiner Meinung nach noch deutlich mehr. Keine mega krasse Achterbahn, aber die Fahrt macht einfach Laune und ist frei von harten Schlägen. Nach knapp 3 Minuten ist die Fahrt dann auch schon zu Ende. Fazit: Für 4 Euro kriegen wir eine schöne lange Achterbahnfahrt, für groß und für klein. Der Powered Coaster passt meiner Meinung nach super auf eine Kirmes. Die richtigen Thrillseeker jedoch werden wahrscheinlich enttäuscht sein. Mein persönliches Endergebnis: 6,5 von 10 Punkte. Das war's, und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao.